Hallo Brudis und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Super Mario Star World. Und jetzt schauen wir nach oben und schauen, was passiert. Ein Final Level. Habe ich ja schon im letzten Part eigentlich schon gesagt, ich Dummkopf. Warte mal, da steht doch noch was. Boah, die Musik ist geil. So, this is it. You have arrived at the Hidden Palace Final. The Final Level, even if you cannot complete this challenge, you have done very well to make it this far. Sorry, dass ich echt ein bisschen gespoilert habe. Aber ich habe nicht wirklich alles jetzt gespoilert. Und ich habe eigentlich nur gesagt, Hidden Palace Final. Wir müssen jetzt irgendwie da hochkommen. Das ist nicht leicht. Ich versuche es mal ohne Safe State zu machen. Wenn es nicht gehen sollte, werde ich Safe State benutzen. Ich versuche es aber ohne zu machen. Möglichst ohne. Weil so schwer ist es jetzt nicht, finde ich. Was ich finde, was man auch machen könnte, ist über Ding zu machen. Also, was? Da ist doch was. Scheiße, wusste ich gar nicht. Also über 1000 Sterne zu machen. Geht es eigentlich? Ich weiß es nicht. Weil ja die Ansicht dann voll behindert aussieht, bestimmt. Genau so. Okay. Dann gehen wir hoch erstmal. Ja, bis jetzt ist es eigentlich gar kein Problem. Kriegt man ohne sich jetzt hin eigentlich. So, dann müssen wir da nämlich da durch. Aber das ist immer so eine Sache ohne Safe States. Ist immer so eine Sache. Ja, siehst du. Dann hast du es halt so. Aber ich denke mal, meine Skills reichen aus, dass ich das ohne Safe States packen kann. Ja, ich denke schon, Alter. Ich habe ja viele Hexe ohne Safe States gespielt. So, bam! Genau. So. Genau so. Okay. Also wieder hier. Das ist die einzige Stelle, die ich... Da muss man timen halt. Das ist alles... Timing ist alles hier. Genau, perfekt. Und dann hier hin timen. Und das hier ist auch nicht so leicht. Da... Ah, scheiße! Das ist schlecht. Da muss man schnell springen. Also das ist nicht so leicht, wie man auch, wie es immer aussieht. Ihr denkt immer, das ist alles einfach, aber das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Ist ehrlich so. Ich mach's einfach ohne Safe State. Ich meine... Das ist auch so eine Challenge für mich. Ich denke mal, bis dorthin komme ich ja nicht locker. Das ist kein Problem eigentlich. Das ohne Safe State zu machen. Das ist so schwer ist es jetzt nicht, finde ich. Was man da Safe State braucht. Genau. Bis hierhin kommen wir halt. Und so. Aber es gibt ja noch eine schwierige... Ach! Bin ich blöd! Aber man kann sich immer hier heilen, also ist kein Problem. Sollte man, glaube ich, auch ohne Safe State machen. Es gibt ja auch hier ein Tarsus, wo man hier machen kann. Und zwar gibt es wirklich so schnell einen Speedrun hier. Es gibt wirklich jemanden, der sau schnell Speedrun. Das ist krass, das finde ich. Das finde ich richtig krass. Der macht so Wandsprünge so. Der benutzt ja nicht mal das hier. Der benutzt ja nicht mal diese Feld hier, sondern der macht es ganz anders. Also der nimmt nicht den originalen Weg, sondern einfach anderen Weg. Oh, wir haben es geschafft. Bisschen. Perfekt. Freut mich. Geh weg. Wo muss ich denn jetzt genau lang? Das weiß ich jetzt nämlich nicht mehr. Ich muss, glaube ich, hier entlang. Keine Ahnung. Oh, da ist eine... Was? Was war das denn jetzt? Ich wusste nicht, wo lang es geht, Mann. Na, egal. Juckt jetzt nicht. Wir kommen ja bis dorthin wieder locker hin. Das ist, denke ich mal, kein Problem. Wie gesagt, das ist eigentlich kein Problem. Das Finale ist überhaupt kein Problem. Finde ich auch nicht so problematisch. Das ist der 121. Stern, sage ich auf jeden Fall schon mal. Wenn es euch interessiert. Seht ihr, ich komme immer bis dorthin, das ist kein Problem mehr. So, wo muss ich denn letztes Mal hin? Da ist die Frage. Da in die Röhre muss ich. Oh, wir müssen andersrum, genau. Aber das geht auch so. Da müssen wir hier so lang, genau. Man muss hier rutschen. Genau. Dann geht die so entlang. Ist der reguläre Weg. Ich könnte es auch speedrunnen, aber ich mach's nicht. Das wäre ja gemein. Oh, wir haben es geschafft. In die Röhre rein. Und dann kommen wir hier raus. Okay, da, das war der Röhrensprung. Och Gott. Das ist eine Sache. Das ist immer so eine Sache. Okay, komm, mach mal. Ach, das ist kacke. Das ist schwierig. Aber bis jetzt fand ich das Final Palace Final irgendwie voll lame. Muss ich ehrlich zugeben. Komm. Ach, scheiße. Das Timing ist auch alles. Wir müssen es timen, Brudis. So, warte mal. Wir schauen mal genau um.
Verpiss dich. Genau, warte mal. Jetzt genau. Wir haben es geschafft, Brudis. Jetzt kommt noch diese Stelle hier. Okay, da muss man auch dreifach Sprung benutzen. So. Nein! Verdammt! Verdammte Scheiße. Schlecht. Naja, bis dorthin kommen wir wieder bestimmt, ey. Das ist kein Problem. Wie ihr gesehen habt. Das einzige Problem ist, sind jetzt dieser Röhrensprung und diese Stelle, wo wir gestorben sind. Sonst gibt es eigentlich gar kein Problem mehr hier. Und das ohne Save-State kriegt man eigentlich hin. Das kriegt man hin. Und ich bin so froh, wenn ich es schaffen würde mit dem ohne Save-State. Weil ich habe da mit Save-State auch lang gebraucht. Ich finde, das ist ein klassisches Finale, wenn man es ohne Save-State benutzt. Na, finde ich jetzt. So. Bam, bam. Es ist viel schöner, wenn man hier keine Save-States benutzt. Weil es einfach schön ist. Das ist eine Challenge für dich. Ich meine, eine richtige Challenge ist das. Ah, warte. Ach Gott! Mann! Okay, komm. Ich könnte eigentlich irgendwann wieder Save-States benutzen. Aber hier gibt es so eine asoziale Stelle gibt es hier gar nicht. Kriegt man alles hin eigentlich als guter SP64-Spieler. Kriegt man es eigentlich hin, das ist kein Problem. Ich finde es überhaupt kein Problem eigentlich. Bin ich dumm, bist du dumm, ja, guck mal. Der Marken. Nee, das zähle ich für mich nicht. Nö. Also, der hat sich nicht festgehalten, hast du gesehen. Ach, komm, das ist sowas ist unfair. Sowas ist uncool. Okay. Komm weiter, wieder. Das ist auch so eine schwierige. Ich finde die am schwierigsten, diese Stelle hier. Okay, gut, haben wir geschafft. Dann geht's weiter. Die Stelle finde ich nicht mal so schwer. Die geht eigentlich. Genau, perfekt. So, dann gehst du so weiter. Du musst. Warte mal, verpiss dich mal. Genau, so weiter. Gab's noch sowas hier? Genau, und dann geht's hier weiter. Ist auch immer so eine Sache, ne? Bam. Na! Schlecht. Bin ich dumm? Geht doch. So, jetzt dieser Röhrensprung, der ist asozial, finde ich. Aber den kriegt man auch hin. Gleich, bis er wieder runterkommt. Wir fangen jetzt schon mal an. Ich denke mal, jetzt ist es perfekt. Ja, Gott. Nicht geschafft. Ist immer so eine Sache, ne? Komm jetzt, mach! Warte mal, es gibt auch eine andere Lösung. Alter, jetzt komm! Ist jetzt gut, ey. Ist ein Goodie. Okay, warten, 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 warten. Perfektes Timing. Scheiße. Der hält sich nie fest, dieser Pisser. Wir sind jetzt schon ganz komplett abgeriegelt von der ganzen Menschheit. Genau, mach. Halt dich genau. Perfekt, jetzt sind wir hier. Wir sind wieder hier. Das war immer so eine schwierige Challenge. Das ist so eine schwere Challenge. Perfekt. Jetzt gibt es noch diese eine Stelle hier. So schwer finde ich das irgendwie auch nicht. Verschwäche ich die jetzt nicht. Und dann muss man von hier einen Dreifachsprung machen. Das geht eigentlich. So. Fast im First 2. Weil das sieht hier ziemlich gut aus für uns. Also, das ist schon ein Challenge für uns. Okay, das war dumm. Genau, warte mal. Kriegt man eigentlich hin, wenn man es kann. Das ist immer so eine Sache. Das ist eine Timing-Sache. Das ist. Oh! Alter! Ich hätte mich umgebracht, wenn ich jetzt echt gestorben wäre. Das ist immer so eine Sache hier. Da habe ich am meisten Angst. Das ist die einzige Challenge hier. Ach, leck mich jetzt, Junge! Bam, bam, bam. Jetzt komm! Geht doch jetzt, halt dich fest. Genau, perfekt, perfekt. Jetzt kommt die scheißeste Stelle. Die ist echt asozial. Ich finde die richtig asozial.
So, kann man hier rutschen? Genau. Ah, leck mich, leck mich. Geh. Wir haben es geschafft. Brudis, wir haben es geschafft. Ohne Safe States. So, warte. Wir sprechen jetzt mal mit Peach, denke ich mal. Ist am besten. Ohne Safe States, Motherfuckers. Well done, Mario. You've always been there to help out when we need you. You have everyone's thanks for collecting every star. So we can finally use them to drive out the last of Bowser's evil minions. Was sagst du noch dazu? Wow, Mario! You really have all the power stars! I hope I enjoyed your journey! Yoshi! I hope you enjoyed your journey! I know how you love the thrill of ducking and dodging obstacles all day! That's why I took the time to hide 9 of my star replicas across the lands. If you are ready for your next little journey, have a go at collecting them all! Be warned, huh? I didn't make them simple to find. You can easily recognize a star replica because it doesn't spin. Since it has no real power, take a look at the signpost next to me. I listed all the levels where I had star replicas. Also es gibt da noch 9 Sterne, die versteckt sind. Das heißt, es gibt dann insgesamt 130 Sterne hier zu sammeln. Aber die Replica-Stars, die machen wir in einem Part, die machen wir mit 6 Sets, weil die ein bisschen nicht fair sind. Die sind wirklich unfair. Also, ich finde die richtig unfair. Manche machen ohne Safe-Sets, aber manche machen mit Safe-Sets, weil das ist einfach unfair. Und es ist nervig auch, weil wir machen hier 9 Sterne in einem Part. Creepy Cap Cave, Puzzle of the Vanish Cap, Winter Wing Cap Well, Bowser's Slippery Swamp, Witch Remix Castle, Bowser's Rainbow Rumble, Mushroom Mountain Town, Sandy Slide Secret, Hidden Palace Final. Also, wir müssen das hier Ganze nochmal machen. Aber das kriegt man hin, denke ich. Aber ich zeige euch nur, wo die Replica-Stars dann stecken ungefähr. Ungefähr in dem Ort. Ne? Ihr wisst ja jetzt Bescheid, wo die ungefähr dann sind. Also, ich meine jetzt, in welchem Level die sind. Aber nicht wo. Das ist ja die Frage. Ihr kennt die Level ja schon. Und wir machen uns im nächsten Part auf die Socken. Für die Replica-Stars, denke ich mal. Ne? Auf jeden Fall, haut rein, Leute. Ciao.